Es ist einem Zufall zu verdanken, dass wir Ihnen heute Bilder zeigen können, die tatsächlich noch niemand gesehen hat. Bilder von der Zerstörung der Edertalsperre im Jahr 1943. Entdeckt hat sie eine Kollegin vom Bilderbogen. Ein Kameramann, ein Soldat auf Heimaturlaub, hatte sie damals heimlich gedreht. Und darauf stand während des Zweiten Weltkriegs die Todesstrafe. Der Mann hatte verfügt, dass die Bilder erst nach seinem Tod gezeigt werden durften. Bilder, die noch nie im Fernsehen gezeigt wurden. Gedreht unter Lebensgefahr von Hermann Hauschild aus Bergheim, nur wenige Stunden nachdem eine Rotationsbombe der Royal Air Force die Edertalsperre zerstört hat. Es ist der 17. Mai 1943, Muttertag. 47 Menschen sterben durch die Flutwelle. Mit einer kleinen Schmalfilmkamera hatte der Soldat auf Fronturlaub die Bilder damals gedreht. Sein Sohn hält sie immer noch in Ehren. Die ist noch technisch in einwandfreiem Zustand. Und das nach fast 80 Jahren. Der Marineoffizier Hermann Hauschild war schon seit den 30er Jahren begeisterter Filmamateur. Auch die Originalfilmrolle von damals ist noch da. Sie ist heute Teil der Familienchronik der Hauschilds. Heimlich gedreht, wehe, wenn die Nazis ihn erwischt hätten. Es war Kriegszeit, einmal das und ja, es stand ja quasi Todesstrafe. Es war ja, ne, auf solche Geschichten. Ne. Ich bin sehr stolz darauf, ich sage mal, dass er einfach damals schon den Mut hatte, mal was anderes zu machen. Ne. Nicht nur mal mitgelaufen ist, sondern schon das Ganze, auch unsere ganze Familiengeschichte damit so ein bisschen dokumentiert hat. Ne. Kurz nach dem Krieg bat sogar die britische Luftwaffe um eine Kopie der Bilder. Doch danach gerieten sie für Jahrzehnte in Vergessenheit, wurden nur noch privat gezeigt. Sie dokumentieren, wie die reißenden Fluten damals das Edertal verwüsteten. Zuerst trafen sie auf das nächstgelegene Dorf Affoldern. Allein hier starben 10 Menschen. Der größte Teil der Häuser wurde zerstört, die Schule, die Kirche. Wieder an die Öffentlichkeit hat er die Bilder jetzt gebracht. 1950 bekam Karl Schäfer aus Gifflitz ebenfalls eine Kopie in die Hände. Hermann Hauschild hatte sie ihm als Bezahlung für Reparaturdienste angeboten. Du Karl, meine Filmkamera, die ist kaputt. Da ist die Feder kaputt. Kannst du mir die machen? Es ist zwar schwierig, aber kriegst von mir dann einen Film, den es sonst nirgendwo gibt. So, was habe ich gemacht? Ich habe das Ding repariert. Und da bin ich dann zu diesem Film gekommen. Ich habe ihn nur versprechen müssen, solange er lebt, dass ich den niemand zeigen würde. Und er hielt sein Versprechen. Fast 60 Jahre schlummerte der Schatz bei ihm bis jetzt. Die Sperrmauer, fast 50 Meter hoch und 400 Meter lang, war direkt nach der Zerstörung 1943 repariert worden. Erst jetzt, gut 20 Jahre nach dem Tod des Kameramanns, sind die Aufnahmen erstmals zu sehen. Hastig gedrehte Zeitdokumente, denen man die Angst des Kameramannes vor Entdeckung ansieht.